Herzlich willkommen zu unserem Webinar Digitale Lernräume und Materialien barrierefrei gestalten. Das ist das erste Webinar von vier Webinaren in einer Serie, die von dem Projekt Shuffle organisiert wird. Wir stellen in verschiedenen Einheiten verschiedene Teilergebnisse des Projekts vor. Das Projekt ist ein gemeinsames Projekt von der Hochschule der Medien in Stuttgart, der Universität Bielefeld und den pädagogischen Hochschulen in Heidelberg und Freiburg. Und die sage ich schon jetzt, die nächste Webinar, das nächste Webinar wird in 2 Wochen stattfinden und dann immer in 14-tägigem Rhythmus und in 6 Wochen dann das letzte. Jetzt darf ich begrüßen die Gäste, die heute vortragen werden: Kim Althoff von der Universität Bielefeld, Judith Kuhlmann, auch von der Universität Bielefeld, und Hakan Şecin von der PH Freiburg. Herzlich willkommen und ich übergebe an euch. Ja, vielen Dank, Gottfried. Und auch von uns nochmal herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Ja, genau, das Thema können Sie schon sehen. Es geht heute um digitale Lernräume und Materialien barrierefrei gestalten. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Damit Sie einen kurzen Überblick erhalten, hier eine kleine Agenda. Wir werden gleich einen kleinen theoretischen Einblick geben zum Projekt Shuffle und dazu auch den Problemaufriss und die Bedarfserhebung erläutern. Und dann wollen wir Ihnen heute drei Projektergebnisse vorstellen, und zwar einmal das Materialpaket Barrierefreie Lehre, einen Moodle-Kurs zur Gestaltung barrierefreier Lehre und auch einen Elias-Lernraum zur barrierefreien Lehre. Zum Shuffle-Projekt: Wie Sie schon gehört haben, es ist ein Verbundprojekt, in dem vier Universitäten bzw. Hochschulen mitwirken. Einmal die Hochschule der Medien Stuttgart, die beiden pädagogischen Hochschulen Heidelberg und Freiburg und die Universität Bielefeld. Shuffle, es geht um ja, digitale Barrierefreiheit in der Hochschullehre. Und wir verfolgen dabei vor allem zwei Ziele, und zwar einmal die systematische Verbesserung der aktuellen Situation digitaler Barrierefreiheit an deutschen Hochschulen und damit auch die chancengerechte Teilhabe an der digitalen Lehre für alle Studierende. Dabei wird Barrierefreiheit als ganzheitliches Thema gedacht, und ja, wir beachten sozusagen nicht nur technische Aspekte, sondern eben auch soziale und didaktische. Und wir arbeiten dabei auf drei Ebenen, auf einer strategischen, auf einer technischen und auf einer didaktischen, und entwickeln insgesamt innerhalb von 9 Arbeitspaketen Projektergebnisse. Bei der Entwicklung stehen vor allem folgende Aspekte im Vordergrund. Wir haben die Partizipation von Lehrenden und Studierenden mit einbezogen. Wir arbeiten innerhalb oder beziehungsweise unter dem Universal Design for Learning Ansatz, und alle Ergebnisse werden frei zur Verfügung gestellt und sind frei zugänglich. Dann darf ich Ihnen einen kurzen Einblick in die Hintergründe und die Ausgangslage unserer Arbeit geben. Wir sehen uns im Kern damit konfrontiert, dass die Digitalisierung in der Hochschule, wie in eigentlich allen Bereichen des Lebens momentan, zunimmt, auch erfreulicherweise. Parallel dazu nimmt auch die Heterogenität der Studierendenschaft zu. Das heißt, die Studierendenschaft bildet immer mehr auch die gesellschaftliche Realität ab. Was sehr schön ist, aber zusammengenommen bedeutet, dass auch neue Risiken entstehen in Bereichen der technischen und didaktischen Zugänglichkeit für die Studierenden. Und das macht es erforderlich, dass wir immer wieder überprüfen, ob die Lehre weiterhin für alle zugänglich ist und gleichzeitig dafür sorgen, dass sie das auch bleibt. Tatsächlich ist es so, dass der Kontext gesetzlich schon lange gesichert ist. Also die Barrierefreiheit ist bereits auf mehreren Ebenen verankert, auch schon seit vielen Jahren. In der Realität zeigt sich das aber noch nicht hinreichend. Wir haben festgestellt, dass die Gestaltung der Lehrenden ein Hebel ist, um die Teilhabe der Studierenden zu gewährleisten. Und wir haben auch gesehen, dass die Lehrenden auf jeden Fall die Bereitschaft auch mitbringen, für digitale Barrierefreiheit in ihrer Lehre zu sorgen. Und da fragt man sich natürlich,
Wo ist dann das Problem? In den Gesprächen mit den Lehrenden, gerade zu Beginn des Projektes, haben wir festgestellt, dass sie eine Reihe von Hindernissen wahrnehmen. Und da wird Ihnen jetzt meine Kollegin einen kleinen Einblick zugeben. Genau. Wie gerade mein Kollege schon erwähnt hat, hängt die Barrierefreiheit von digitalen Lehrveranstaltungen eben zu einem erheblichen Anteil von der Gestaltung durch die Lehrpersonen ab. Und an diesem Punkt wollten wir mit unserer Bedarfserhebung ansetzen, die wir sowohl qualitativ als auch quantitativ angelegt haben. Wir wollten unter anderem herausfinden, was wissen Lehrende über digitale Barrierefreiheit, welche Einstellungen bringen sie gegenüber digitaler Lehre mit und welche Erfahrungen haben die Lehrenden bereits mit digitaler Barrierefreiheit gemacht. Dafür haben wir 2022 eine standardisierte Online-Befragung mit insgesamt 179 Lehrenden an unseren vier Partnerhochschulen durchgeführt und diese im Anschluss noch durch leitfadengestützte Interviews mit sechs Lehrenden ergänzt. Die Daten haben wir mit der Methode der deskriptiven Statistik sowie der Inhaltsanalyse nach Meyring ausgewertet und die Ergebnisse haben so ein bisschen bestätigt, dass genau diese drei Einflussfaktoren, eben das Wissen, die Einstellung und die Erfahrung der Lehrenden, einen großen Einfluss darauf haben. Und ich zeige Ihnen jetzt ein paar ausgewählte Ergebnisse. Hier sieht man, hier geht es um das Wissen und die Erfahrung der Lehrenden. Und man sieht, die befragten Lehrenden schätzen ihre Kenntnisse zum Thema digitale Barrierefreiheit nur mittelmäßig bis gering ein. Weniger als 6% schreiben sich selbst ein umfangreiches Wissen zu. Das hört man auch noch mal aus ein paar Zitaten aus den Interviews, wie ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich überhaupt umfassend damit auskenne, um überhaupt alle möglichen Barrieren identifizieren zu können. Darüber das geringe Wissen und die Erfahrungen, die wenigen Erfahrungen bestätigen sich auch noch mal bei dieser Frage nach den genutzten Aspekten. So wurden von den befragten Lehrenden lediglich die Punkte eindeutige Benennung von Dokumenten und eindeutige Benennung von Links von mindestens der Hälfte der Lehrenden umgesetzt. Alle anderen abgefragten Aspekte finden in der Praxis bisher eher weniger Anwendung. Eine Erklärung dafür oder zumindest ein Ansatz lässt sich in der Ressourcenausstattung finden, denn Lehrende, die sich bereits mit barrierefreier Gestaltung von Materialien auseinandergesetzt haben, nennen vor allem fehlende Kenntnisse und zeitliche Probleme, als Hindernisse in der Umsetzung. Betrachtet man diese Erfahrungen der Lehrenden und beschriebenen Einstellungen, dann fällt relativ schnell auf, ja, dass Lehrende eben große Bedenken und Zweifel bezüglich der Umsetzbarkeit von digitaler Barrierefreiheit äußern. Sie fürchten vor allem einen zeitlichen und personellen Mehraufwand, der mit den Ressourcen, die sie haben, eben nicht umsetzbar sei. Und diese Bedenken und Zweifel, die können sich eben, ja, oder die können eben ein Grund für die geringe oder bisher begrenzte Umsetzung barrierefreier Aspekte sein. Zusätzlich sehen wir in dieser Tabelle nochmal den Zweifel am Mehrwert bei 15,8% der befragten Lehrenden, was uns auch für die Konzeption unserer Materialien nochmal ja, zu denken gegeben hat. Wir haben die Lehrenden deshalb gefragt, was sie denn wollen oder brauchen, um ihre Lehre barrierefrei zu gestalten. Hier nur ein paar Zitate mal. Einige haben gesagt, sie hätten gerne eine Liste von einfach umzusetzenden Maßnahmen, möglichst einfache und zeitschonende Tools, ein Muss-Kann-Kriterienkatalog und vor allem auch klare Vorgaben. Daran angelehnt haben wir, wie gerade schon erwähnt, dann drei Kurse entwickelt, die Wünsche der Lehrenden aufgreifen und diese wollen wir Ihnen jetzt vorstellen. Zum einen ist es das Materialpaket Barrierefreie Lehre. Ich werde Ihnen zuerst einmal einen Überblick geben über den Inhalt des Materialpakets und ich würde dann noch ein bisschen genauer in die drei Aspekte oder die Checklisten für barrierefreie Dokumente, für barrierefreie Lehre sowie die Wissensdatenbank eingehen. Wir schauen später auch nochmal in den Kurs rein, aber erst einmal
Ein Überblick für das Materialpaket. Das Materialpaket besteht aus drei zentralen Elementen. Das sind zum einen die Checklisten für barrierefreie Dokumente, dann sind es die Checklisten für barrierefreie Lehre, die beide jeweils mit Umsetzungshilfen ergänzt sind. Und zuletzt haben wir noch eine Wissensdatenbank mit weiteren Themen. Bei der Konzeptionierung des Materialpakets haben wir, wie bereits erwähnt, auf die Bedarfe und Bedürfnisse der Lehrenden geachtet. Deshalb war es uns wichtig, dass alle Inhalte leicht verständlich und übersichtlich sind und dass man sie zeitschonend sowie zeit- und ortsunabhängig einsetzen kann. Dabei ist das Ziel, die Lehrenden zu unterstützen und zu entlasten, aber eben auch zu sensibilisieren. Neben zentralen Informationen zu technischen und didaktischen Umsetzungsmöglichkeiten, um digitale Barrierefreiheit zu gestalten, soll auch die Relevanz von eben dieser digitalen Barrierefreiheit vorgehoben werden. Dafür haben wir zum einen die Checklisten für die Erstellung von barrierefreien Dokumenten. Dazu gehören Word, PowerPoint, Excel und PDF. Diese Checklisten können parallel bei der Erstellung von Dokumenten oder eben zur Überprüfung von bereits existierenden Dokumenten verwendet werden. Und in den dazugehörenden Umsetzungshilfen sind jeweils ausführliche Beschreibungen des abzuhakenden Aspektes, eine Erläuterung, warum und für wen dieser Aspekt eigentlich wichtig ist und eine ausführliche Anleitung zur Umsetzung bzw. Prüfung des Aspektes vorhanden. Wie gerade erwähnt, haben wir die Checklisten ein bisschen reduziert, um sie eben in den Alltag der Lehrenden gut einbinden zu können. Durch diese Reduzierung auf die Praxis oder auf die in der Praxis relevanten Kriterien passen die Checklisten gut in den Lehralltag. Jedoch sind diese eben nicht vollumfänglich oder decken diese nicht vollumfänglich alle gesetzlichen Kriterien ab, weswegen wir zusätzlich noch erweiterte oder von uns sogenannte erweiterte Checklisten erstellt haben. Diese beinhalten alle gesetzlichen relevanten Kriterien, die in den Checklisten aufgrund ihrer seltenen Verwendung oder auch teilweise sehr komplexen Umsetzung ausgelassen wurde. Das heißt, mit Hilfe dieser erweiterten Checklisten lassen sich auch vollumfänglich gesetzeskonforme Dokumente erstellen. Etwas, was auch noch aus diesem Materialpaket entstanden ist, ist ein Tool, das sich als Office-Add-in direkt in Word, PowerPoint oder anderen Programmen einsetzen lässt. Das befindet sich allerdings aktuell noch in der finalen Ausgestaltung, deswegen kann ich da heute noch nichts zu zeigen. Was ich aber noch zeigen kann oder wovon ich noch erzählen kann, sind die Checklisten für barrierefreie Lehre, die eben der zweite große Bestandteil des Materialpakets sind. Die geben Informationen zu zum Beispiel Vor- und Nachteilen bestimmter Lehrmethoden oder hybrider Lehre und werden mit Good-Practice-Beispielen veranschaulicht. Dafür gibt es Checklisten zur Planung inklusiver digitaler Lehre im Kontext des Semesters oder auch einzelner Sitzungen und Informationen zum Inclusive Classroom. Außerdem gibt es hier auch noch Checklisten und Umsetzungshilfen zur Erstellung von Lehrvideos. Als dritter Teil, wie gerade schon erwähnt, gibt es die Wissensdatenbank, die weitere grundlegende Informationen zu Themen rund um digitale Barrierefreiheit in der Hochschullehre bietet, zum Beispiel zu zugänglicher Sprache oder barrierefreier Fachliteratur. Bevor wir jetzt in das Materialpaket hineinschauen, noch ein kleiner Hinweis: Das Materialpaket gibt es nicht nur auf Deutsch, sondern auch noch einen zusätzlichen Kurs auf Englisch. Und jetzt gehen wir einmal rein in den Kurs. Ich hoffe, Sie sehen das alle. Der Kurs startet direkt mit einem kurzen Erklärvideo. Das haben wir im Nachhinein auch noch hinzugefügt, weil wir die Rückmeldung bekommen haben, dass so ein kurzes, knackiges Video, das die Inhalte einmal kurz vorstellt, als auch die Struktur vor dem Kurs hilfreich wäre, damit man sich nicht einen einleitenden Text durchlesen kann. Den gibt es alternativ allerdings auch. Darunter gibt es ein kleines Austauschforum und dann kommen wir auch schon zu den Checklisten. Die Checklisten sind alle als Fortschrittsliste umgesetzt, sodass man direkt abhaken und den Fortschritt sehen kann. Wenn man zu etwas weitere Informationen braucht, lässt sich das immer über den Link am Ende des
Checkpunktes machen. Judith, kannst du deine Schrift ein bisschen größer machen, bitte? Danke. Ja. Ich kann das gerade leider nicht ändern. Okay. Hier oben Genau. natürlich. Danke. So, Vielleicht noch okay. eine Stufe oder so, dann ist gut, ja, dann können das alle lesen. Okay, super. Genau, so kommt man direkt in die Umsetzungshilfen über diese kleinen Verlinkungen. Und wie eben schon erwähnt, gibt es hier drei Punkte. Und zwar einmal, was ist gemeint? Einfach nochmal eine etwas ausführlichere Erklärung von dem kurzen Checkpoint. Dann, warum es wichtig ist und wie es umgesetzt werden kann. Das war jetzt hier ein Punkt, der nicht so viel Erklärung oder keine lange Anleitung brauchte. Genau, man kann in dem Moodle-Kurs hoch und runter scrollen. Die Navigation ist aber auch möglich über die linke Seite. Hier kann man sich einfach zu einem neuen Punkt navigieren. Hier noch einmal die Checklist für barrierefreie Lehre und das Video sowie die Wissensdatenbank, die in Büchern zu den jeweiligen Themen aufgeteilt ist. Da kann man sich entweder einfach durchklicken. Hier weiter kommt man zum nächsten Kapitel oder auch hier ist es möglich, ganz spezifisch nach Informationen zu suchen anhand der Kapitelnamen. Genau, wie gesagt, das ist uns auch eine orts- und zeitunabhängige Nutzung wichtig gewesen. Deswegen haben wir alle Checklisten unter dem im fünften Kapitel auch noch als Download zur Verfügung gestellt, ins Word-Dokumente. Mit einem einfachen Klick wird es runtergeladen. Die sind in einer tabellarischen Form aufgeteilt, also ein bisschen anders als hier in Moodle, beinhalten aber die gleichen Punkte und auch nochmal die Hinweise, für wen das wichtig ist. Ja, ich würde sagen, ich hoffe, Sie haben einen kleinen Einblick in den Kurs schon mal bekommen können. Sie bekommen später auch nochmal die Zugänge zu allen Kursen und können sich die dann auf eigene Faust nochmal anschauen. Ich würde dann jetzt an meine Kollegin weitergeben. Genau, dann starte ich jetzt mal das Screensharing. So, Sie sollten jetzt. Nee, ich stoppe noch mal. So. Ich hoffe, dass Sie jetzt die richtige Folie sehen. Genau, und zwar stelle ich jetzt einmal den Moodle-Kurs Moodle-Kurse barrierefrei gestalten vor. Auch hier nochmal ein kurzer Überblick. Ich werde gleich kurz etwas zu Moodle sagen. Dann werde ich auf Barrieren in Moodle eingehen, auf AutorInnen- und Plattformfehlertypen, auf AutorInnenfehler nochmal genauer eingehen. Und dann werde ich zum Moodle-Kurs kommen und auch zu den Inhalten und auch wie meine Kollegin in den Moodle-Kurs einmal hineingehen, damit sie eine genauere Vorstellung bekommen. Genau, einmal zum Moodle. Wir haben festgestellt, dass Moodle das meistgenutzte Learning-Management-System an Hochschulen ist. Und auch innerhalb des Shuffle-Projekts haben wir an unseren vier Partnerhochschulen die Befragung durchgeführt, wer überhaupt mit Moodle arbeitet. Und dabei ist herausgekommen, dass 69,5% der Studierenden Moodle nutzen und mit Moodle arbeiten. Und dabei ist natürlich auch bei der Planung und Vorbereitung von digitaler Lehre wichtig, dass die individuellen Bedarfe der Studierenden alle berücksichtigt werden. Und es ist allerdings aufgefallen bei Moodle, dass durch Einstellung von AutorInnen unbewusst Barrieren hergestellt werden können und dann eben ja nicht alle Materialien zugänglich sind. Die Barrieren, die uns vor allem rückgemeldet wurden, treten aufgrund von Schwierigkeiten mit der Navigation, dass Moodle-Kurse zu unübersichtlich gestaltet sind. Es kommt aber auch zu Überforderungen durch Reizüberflutung. Und wir haben hier ein paar Zitate aus der Erhebung, aus der Studie mitgebracht. Und ja, da geht einfach häufig hervor, dass nicht klar ist, wo etwas zu finden ist, dass es zu unübersichtlich ist, dass ein fehlender einheitlicher Aufbau zustande kommt. Und dass das eben alles zu Barrieren führt in der digitalen Lehre.
Wir haben die Plattform an sich getestet, einmal auf AutorInnen-Fehler und auf Plattformfehlertypen. Dabei muss man generell leider sagen, dass Moodle von sich aus nicht ganz barrierefrei ist. Wir haben drei verschiedene Versionen getestet. Dabei fällt auf, es wird schon immer barrierefreier, aber ja, es bleibt leider einfach aufgrund von Voreinstellungen auf der Plattform, bleibt es einfach dabei, dass gewisse Barrieren bleiben. Und aktuell ist die Version 4.4 von Moodle draußen. Diese Testung wurde ganz am Anfang des Projekts durchgeführt, das heißt also vor ja, ungefähr 3 Jahren. Von daher kann man ausgehen, dass also auch jetzt weiterhin eine Verbesserung bei der Plattform zu sehen ist und die Barrierefreiheit auch auf der Plattform also ja sozusagen immer weiter ausgebaut wird. Und dadurch, dass wir nur etwas an den AutorInnen-Fehlern sozusagen ändern können, gehe ich jetzt einmal genauer auf die AutorInnen-Fehler ein. Die werden zum Beispiel häufig bei Überschriften gemacht, dass Überschriftenebenen ja zum Beispiel übersprungen werden, nicht die richtige Reihenfolge eingehalten wird. Und dann ist das einfach schwierig für Personen, die einen Screenreader nutzen, die mit Tastatursteuerung arbeiten, da dann ja die Steuerung hin und her springt und die Überschriftenebenen eben nicht mehr in der richtigen Reihenfolge auftauchen. Dann kommt es bei Listen häufig zu Fehlern, da da keine Formatvorlagen benutzt werden und einfach die Formatierung nicht beachtet werden und dann eine Liste nicht als Liste erkannt wird. Und auch da kommt es dann wieder zu Problemen, wenn man eben ja mit Voice-Over oder Ähnlichem arbeitet. Außerdem gibt es Probleme bei Absätze und Spalten. Da werden manchmal Leerzeichen verwendet und eben auch nicht die Absatzformatierungen. Generell ist es in Moodle wichtig, dass man auf Formatierungen achtet und zum Beispiel, wenn man Texte hineinkopiert, dass man dann auf die ja, richtige Formatierung achtet und immer die Vorlagen sozusagen der Formatierung benutzt. Und bei Bildern kommt es häufig dazu, dass keine Alternativtexte hinterlegt werden. Aufgrund all dieser ja, Barrieren, die eben durch AutorInnen hergestellt werden können, haben wir uns gedacht, dann gestalten wir einen Moodle-Kurs, in dem wir erklären, wie man eben Moodle-Kurse barrierefrei gestaltet. Und dieser fungiert sozusagen auch als didaktischer Doppeldecker, da er selbst barrierefrei ist. Und generell ist dieser Kurs ja für alle geeignet, die in der Hochschullehre tätig sind, mit Moodle arbeiten, einen Moodle-Kurs selbst erstellen wollen. Zu den Inhalten, wir haben nochmal genauer die Schwierigkeiten und Barrieren aufgeführt, die vor allem Studierenden dann eben begegnen. Wir haben Bedienungs- und Umsetzungshilfen zu einem barrierefreien Moodle-Kurs. Wir haben auch Checklisten zum Abhaken. Das gestaltet sich sehr ähnlich wie eben auch im Materialpaket schon vorgestellt. Außerdem haben wir einen Leitfaden zu E-Prüfungen in Moodle. Dann haben wir noch weiterführende Tipps und Tools zur Überprüfung auf die Barrierefreiheit in Moodle. Und weiterführende nützliche Hinweise zur Gestaltung barrierefreier Lehre noch mal ein bisschen allgemeiner gefasst. So, und nun will ich auch einmal noch mal Freigabe stoppen. Es funktioniert gerade nicht so, wie ich das möchte. Denn auch wir gehen jetzt einmal in den Moodle-Kurs hinein. Ich hoffe, dass es groß genug ist. Vielleicht noch 2 Stufen größer, dann wäre es gut. Danke. Ja. Auch das lässt sich hier gerade. Nicht ändern. Steuerung plus kam gerade schon der Hinweis im Chat. Wie wäre das bei einem Mac? Options Plus. Ja, funktioniert nicht. Oder Command Plus, ja. Funktioniert erst, habe ich, jetzt funktioniert. Danke, ja. Super. Okay, perfekt, super, vielen Dank für den Hinweis. Genau, also hier haben wir auch über die linke Seite ein Inhaltsverzeichnis, durch das man eben durch den Kurs navigieren kann. Wir haben das Ganze aber auch einmal hier vorne aufgeführt. Und dann gibt es eine kurze Kursbeschreibung, wie der ganze Kurs aufgebaut ist. Es gibt auch ein Diskussionsforum.
Und dann starten wir hier sozusagen so ein bisschen mit einem theoretischen Hintergrund. Es wird nochmal ein bisschen auch was zum Projekt Shuffle erklärt und wie gesagt nochmal die Studierenden der Schwierigkeiten, die Schwierigkeiten der Studierenden mit Moodle werden aufgeführt. Dann geht es im zweiten Punkt weiter mit der Einführung in die digitale Barrierefreiheit. Da wird der Begriff nochmal etwas mehr erläutert. Und der dritte Punkt stellt sozusagen eigentlich den Hauptaspekt dar. Auch hier gibt es dann die Checklisten. Wir haben auch verschiedene Kursformate getestet auf Barrierefreiheit. Und hier haben wir zum Beispiel die Checkliste zum barrierefreien Moodle-Kurs. Auch diese ist dann mit einer Umsetzungshilfe versehen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier draufklicke, bin ich in der Umsetzungshilfe und kann mir mehr Informationen zu dem Checkpunkt holen. Genau, im vierten Punkt sind nochmal die manuellen Testungen aufgeführt. Rein theoretisch wäre aber eigentlich die Checkliste ja das Hauptüberprüfungstool. Also wenn man damit arbeitet, dann hat man eigentlich schon ja die meisten Punkte abgehakt. Es gibt eine Verlinkung zum Materialpaket, eben ja für weitere barrierefreie Materialien. Und hier kommen wir noch zu weiteren Informationen. Ja, so viel zum Moodle-Kurs. Ich hoffe, auch da haben Sie einen kurzen Einblick erhalten. Ich kann noch sagen, es ist noch eine Befragung freigeschaltet. Das heißt also, wenn Sie Interesse haben, sich einmal ja durch den Moodle-Kurs durchzuklicken, sind wir natürlich sehr auf Ihr Feedback gespannt. Die Befragung ist mit im Moodle-Kurs. Sie müssten sich dafür einloggen. Das müsste man generell, um die Checklisten zu benutzen, da eben ja dann auch der Fortschritt sozusagen gespeichert werden kann. Dafür ist eben der Login nötig. Und ja, dann würde ich weitergeben an meinen Kollegen. Gut, jetzt haben Sie schon einiges gehört. Ich hoffe, Sie sind noch nicht zu erschlagen. Ich darf die Runde abschließen und Ihnen noch den Ilias-Kursraum vorstellen. Dafür schauen wir uns jetzt tatsächlich mal die andere große Plattform quasi an, die auch sehr gerne in Deutschland genutzt wird, dürfte Ihnen teilweise ein Begriff sein. Ich möchte mit Ihnen einmal kurz tatsächlich durchgehen, was ist Ilias, was ist die Geschichte, wie verhält sich zu Moodle vielleicht auch. Ich möchte Ihnen etwas über die Hintergründe des Lernraums erzählen. Welche Gedanken haben wir uns gemacht? Warum haben wir uns dafür entschieden, das so umzusetzen? Dann schauen wir uns einmal kurz zusammen an, was so die Inhalte sind, wie der Raum aufgebaut ist. Und zum Abschluss gebe ich Ihnen noch ein paar plattformspezifische Informationen. Die sehen wir uns dann aber auch in der Praxis im Lernraum an. Ich kann Ihnen jetzt schon sagen, einiges doppelt sich natürlich zwischen dem Moodle-Kursraum und dem Ilias-Lernraum. Deswegen habe ich versucht, spezifisch auf die Sachen einzugehen, die vor allem Ilias betreffen. Ilias ist tatsächlich sehr, sehr alt vergleichsweise, wird bereits seit 1998 genutzt, wurde erstmals an der Uni Köln entwickelt. Und es wurde schnell absehbar, dass das viel Potenzial hat. Deswegen ist es dann auch 4 Jahre später, wenn ich mich nicht irre, zu einem Open-Source-Projekt umgewandelt und freigegeben wurde. Es gibt in Deutschland einen eingetragenen Verein, der sich um die Weiterentwicklung von Ilias kümmert, auch Jahr für Jahr neue Versionen ausspielt. Ilias ist auch relativ weit verbreitet, vor allem im deutschsprachigen Raum. Gelistet sind momentan 253 Institutionen. Wahrscheinlich ist die Dunkelziffer höher. Interessant oder bemerkenswert fand ich, dass sogar die NATO damit arbeitet. Damit sieht man schon, also es sind nicht nur Hochschulen und Schulen, sondern es ist tatsächlich auch in der öffentlichen Verwaltung und sogar im privaten Unternehmen relativ weit verbreitet. Für uns auch relevant, weil wir gesehen haben, dass 7 von 9 Universitäten bei uns im Land, in Baden-Württemberg, aber auch mindestens 14 in Nordrhein-Westfalen damit arbeiten. Und das zeigt sich dann auch in solchen Landesprojekten wie BW Ilias, inzwischen meines Wissens sogar in der Entwicklung von BW Ilias 2.0. Und auch in NRW gibt es ein entsprechendes Projekt.
Was haben wir uns jetzt überlegt, warum wir so einen Lernraum gestalten möchten? Auch wir haben uns natürlich auf die Ergebnisse der Lehrendenbefragung bezogen und haben festgestellt, wie auch bei Moodle, gibt es bei Ilias einerseits zwar Plattformfehler, andererseits aber auch AutorInnenfehler. Bei dem Plattformfehler muss man sagen, es gibt in der Entwickler-Community, die eben viel auf Freiwilligen aufbaut, aber auch Leuten, die hauptamtlich in entsprechenden Stellen arbeiten, oft an Hochschulen, eine sogenannte Special Interest Group, die SIG zur Barrierefreiheit. Und wir haben schnell gemerkt, dass diese Menschen immens viel Arbeit investieren, um regelmäßig zu überprüfen, wie in der neuen Ilias-Version Barrierefreiheit gestaltet ist, zu welchem Problem es kommt. Und die mit Zeit und Geld sich daran setzen, diese Plattformfehler auszubessern. Entsprechend haben wir uns dafür entschieden, ein Angebot für Lehrende zu machen und an dieser Stellschraube zu arbeiten, um eine Lehre für alle möglichst zu gewährleisten. Dadurch ist der Lernraum Digitale Barrierefreiheit entstanden, der im Kern aus vier großen Teilungen oder Bereichen besteht. Wir haben zu Beginn einen recht großen Block, würde ich sagen, zur Sensibilisierung. Darunter fallen erstmal Begriffsklärungen, was für viele Menschen auch wichtig ist, damit sie verstehen, womit sie eigentlich gerade arbeiten, worum es geht. Wir stellen entsprechend auch Formen von Beeinträchtigungen vor und geben einen kurzen Überblick mit nicht umfassenden, aber doch ein paar Tipps und Tricks. Wir haben einen Block zur Lehre und Prüfung. Dazu gehört eben, wie gestalte ich einen Ilias-Kursraum möglichst barrierefrei? Wie gestalte ich E-Prüfungen? Ein Thema, das auch weiterhin sehr wichtig ist und vielleicht sogar noch immer wichtiger wird. Und wie gestalte ich Online-Veranstaltungen möglichst barrierefrei? Wir haben auch nochmal Informationen zu Dokumenten und Dateiformaten. Das haben Sie ja schon gehört. Das sind die klassischen Sachen wie Word, Excel, PDFs und PowerPoints. Und wir bemühen uns darum, eine Ressourcensammlung möglichst aktuell zu halten, in der wir vor allem auch, aber nicht nur, auf die restlichen Projektergebnisse verweisen. Plattformspezifisch für Ilias sind dabei zwei Blöcke vor allem. Da geht es einmal um die E-Prüfung. Manche von Ihnen dürften wissen, dass sowohl Moodle als auch Ilias meines Wissens eine Prüfungsmöglichkeit eingebunden haben. Das bedeutet, es gibt eine extra Instanz, in der Prüfungen durchgeführt werden können, heißt oft sowas wie Ilias Exam. Wir haben dazu erstmal einen Überblick und auch eine Begriffsklärung geschaffen. Was ist eine E-Prüfung? Was umfasst das? Worauf muss man da achten? Wir haben auch einen Leitfaden dafür zusammengestellt. Der ist da verlinkt. Den können Sie sich auch sehr gerne anschauen. Und dann genau das Ilias-Spezifische sind die verschiedenen Aufgabentypen. Da müsste man sich anschauen, was kann ich besser nutzen? Was birgt eventuell Risiken in Bezug auf Barrierefreiheit? Analog dazu ist die Frage, wie gestalte ich eigentlich Ilias Kursräume? Da haben wir versucht, Informationen zusammenzustellen, so umfassend, wie es uns möglich war. Gleichzeitig muss man sagen, natürlich mit den neuen Versionen können immer Features dazukommen, die wir jetzt noch nicht analysiert haben. Wir haben zwei Beispielkursräume zusammengestellt. Die sind ein bisschen interaktiver. Die werde ich Ihnen gleich auch noch präsentieren. Da können Sie sich anschauen, wie man es vielleicht nicht machen sollte und was vielleicht auch eine bessere Lösung wäre. Und es gibt ein wirklich sehr kleines Quiz. Da können Sie für sich testen, ob Sie auch aufmerksam durchgearbeitet haben, was in dem Kursraum ist. Ich würde vorschlagen, dass wir einmal kurz in den Kursraum zusammen blicken. Sie sehen jetzt den Kursraum. Ich habe versucht, schon zu antizipieren, dass die Schriftgröße auch für Sie angenehm ist. Der Kursraum ist frei und ohne Registrierung zugänglich und Sie können auch auf alle Inhalte zugreifen. Wir haben zu Beginn ein paar einführende Informationen, relativ viel Text, wird Ihnen aber eventuell bei der Navigation innerhalb des Kursraums helfen. Lohnt sich also auch mal
einmal zumindest durchzulesen. Wie hier auch steht, können Sie den Kursraum so, wie Sie möchten oder wie Sie brauchen, durcharbeiten. Das meiste davon kann für sich stehen. Ich würde einmal in den Sensibilisierungsblock blicken, auch um Ihnen etwas zu demonstrieren. Wenn Sie mit Ilias arbeiten, falls Sie noch nicht so vertraut damit sind, haben einige Leute tatsächlich Probleme mit der Übersichtlichkeit. Es empfiehlt sich, wenn Sie hier oben auf Tools klicken, einmal die Inhaltsübersicht, das Inhaltsverzeichnis auszuklappen. Dann sehen Sie auch schon, was in den jeweiligen Blöcken auf Sie zukommen wird. Genau, so viel vielleicht einmal hier zur Übersicht, in einem Bewusstseinsblock. Der ganze Kursraum, jetzt bin ich eins zu weit gegangen. Der ganze Lernraum besteht, wie gesagt, aus diesen vier Blöcken. Das ist einmal hier die Bewusstseinsbildung, dann die Lernumgebung, die Materialien und der Verweis auf weitere Ressourcen. Ich hatte angeteasert, dass wir uns vor allem nochmal kurz die ILIAS-spezifischen Elemente anschauen wollen. Das können Sie natürlich ganz nach Belieben dann auch machen, wenn wir hier fertig sind. Wenn Sie in den ILIAS-Kursraum hier schauen, finden Sie Informationen dazu, was Sie beachten müssen. Auch vieles davon ist relativ universell. Elemente, die meine Kollegin vorhin für Moodle genannt hat, werden Sie wiederfinden. Und dann lohnt sich noch ein kleiner Blick in die Beispielkursräume auf jeden Fall. Ich werde vielleicht gar nicht so viel dazu sagen und Sie selbst ein bisschen schauen lassen. Eventuell finden Sie schon auf den ersten Blick einige Elemente, die sich Ihnen als nicht ganz so optimal darstellen. Und es gibt immer mehr zu entdecken, wenn Sie auch ein bisschen sich auf der Seite austoben möchten. Der Link ist meines Wissens jetzt schon im Chat. Wie aber meine Kollegin vorhin gesagt hat, finden Sie auch alle Informationen in dieser Präsentation verlinkt. Falls Sie irgendwelche Fragen zum ILIAS-Kursraum haben, können Sie diese natürlich jetzt in den Chat schreiben. Aber wir sind natürlich auch weiterhin für Sie verfügbar. Sie finden einen kurzen Überblick über die Quellen, falls Sie sich interessieren dafür, wie wir arbeiten oder was eben die Grundlagen für unsere Arbeit sind. Aber in unseren Präsentationsfolien, die dann eben im Nachgang zur Verfügung gestellt werden, finden Sie auch jeweils die Links zu unseren Kursräumen, sowohl auf Moodle als auch auf ILIAS. Und Sie finden unsere Kontakte. Wir freuen uns immer, wenn Sie Kontakt zu uns aufnehmen. Wir helfen Ihnen gerne auch bei der Arbeit mit den Kursräumen, bei der Umsetzung. Teilweise lassen sich die auch exportieren, falls Sie die in Ihren jeweiligen lokalen Instanzen einbinden möchten. Zum Beispiel den ILIAS-Kursraum in Ihrer eigenen Hochschule, in Ihrem hochschuleigenen ILIAS auch nutzen möchten. Damit sind wir am Ende unserer Präsentation. Wir bedanken uns vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Wir hoffen, dass unsere Projektergebnisse soweit für Sie schon mal ansprechend waren, vielleicht auch anregend. Wir freuen uns immer, wie gesagt, über Fragen, über Kontakte. Melden Sie sich gerne bei uns. Und damit würde ich jetzt noch mal in die Runde und an Gottfried übergeben. Danke euch allen für eure Vorstellungen des Inhalts. Ich gebe jetzt die Runde frei für Fragen. Zwei habe ich schon bekommen, mit denen fangen wir an, aber Sie können gerne auch noch weitere einfach reinschreiben in den Chat. Einmal, das war keine Frage, es war ein Hinweis, dass wenn man das Gender-Zeichen benutzt, der Doppelpunkt besser sei für Screenreader. Gibt es tatsächlich unterschiedliche Untersuchungen, soweit ich das weiß. Es wäre aber mal eine interessante Thematik für ein weiteres Webinar überhaupt, Gendersprache und Barrierefreiheit. Aber das ist jetzt heute nicht im Fokus, aber trotzdem danke für deinen Hinweis. Dann gab es noch eine Anfrage, wie das aussieht mit PDF, eingebetteten PDF-Dokumenten. Wird es adressiert? Zum Beispiel auch gibt es den Hinweis auf den PDF Accessibility Checker, den PAC, zum Prüfen von PDF-Dokumenten. Wir wissen ja, das prüft natürlich nur die syntaktischen, technisch automatisch überprüfbaren Kriterien, aber ist immerhin etwas. Könnt ihr da was dazu sagen, bitte?
Ja, können wir. Zu Beginn der Checklisten ist immer ein kleiner Hinweis, dass eben auch, also auf den, bei den PDFs, auf dem Pack, aber auch auf die Barrierefreiheitscheck-Funktion von den Microsoft Office-Diensten, dass man das ruhig verwenden kann, aber dass eben eine zusätzliche Prüfung, dass da nicht auf alles geachtet wird und dass man deswegen unsere Checklisten noch darüber hinaus verwenden sollte. Also es ist ein Hinweis in allen Check oder zu Beginn aller Checklisten gegeben, dass es da auch schon ja Testmöglichkeiten anderer Art gibt, aber dass die eben nur als Ergänzung dienen. Interessant ist ja unter dem Gesichtspunkt, dass der Pack 2024 schon wieder mehr oder weniger veraltet ist. Aber es gibt ja inzwischen PDF UA2, das ist ja aber nur eine Randbemerkung. Und das ist das neue, bessere, barrierefreie Format. Aber es gibt dazu noch keine Werkzeuge und keinen Checker. Also deswegen, ja. Pack 2024 ist momentan das Tool, mit dem man PDF-Dokumente rein syntaktisch überprüfen kann. Aber darüber hinaus muss man natürlich auf Dinge achten, wie zum Beispiel auch Kontrast oder dass eben die Bildbeschreibungen sinnvoll sind, nicht nur vorhanden sind. Und das muss man dann zum Teil auch von Hand machen. Und dazu gibt es eben auch diese Checklisten und Anweisungen. Ja, hier kommt die Frage, was ist ein Screenreader? Das erkläre ich gerne. Also ein Screenreader ist ein Stück Software oder ein Hilfsprogramm, das man installiert am Computer oder auch auf dem Smartphone, um sich den Bildschirminhalt vorlesen zu lassen und damit zu interagieren und es für blinde Benutzer gedacht oder stark sehbeeinträchtigte Benutzer. Und da kann man sich zum Beispiel auch einfach nur die Überschriften vorlesen lassen oder die Links oder sich sagen lassen, welche Elemente auf einer Seite sind. Zum Beispiel gibt es da Listen, gibt es da Tabellen, solche Dinge. Und in der Barrierefreiheit, in der digitalen Barrierefreiheit spielen Screenreader eine wichtige Rolle, weil sie eben den Zugang ermöglichen auf nicht visuelle Art und Weise. Und das ist nochmal ganz anders, als wenn man als Sehender auf eine Webseite schaut. Man muss dann auch als Designerin, Designer oder auch Entwicklerin, Entwickler darauf achten, dass eben das funktioniert mit dem Screenreader. Es ist hiermit erlaubt, ja, dass man noch auf eine Veranstaltung hinweist, barrierefreie E-Books, ein neues Tor zur Literatur. Genau, Dankeschön für den Hinweis. PDF-Checker kann ich teilen. Ich kann bei der Gelegenheit vielleicht auch mal noch eine kleine Werbung machen für unseren Trainomat. Da kann man nämlich solche Sachen dann auch relativ einfach sich anzeigen lassen. Trainomat ist eine Sammlung von Ressourcen, die durchsucht werden können und die auch getaggt sind, also mit bestimmten Schlagwörtern versorgt sind. Und wenn man zum Beispiel jetzt das Schlagwort Werkzeug und PDF reinmacht, dann, ich bereite es gerade vor und dann werde ich Ihnen den Link geben, dann müsste man relativ schnell auch dieses Tool hier finden. Ja, man sieht noch ein paar andere Dinge, aber hier so Suche nach Werkzeug und PDF im Trainomat und dann versuchen Sie mal hier das zu finden und dann können Sie auch andere Dinge finden mit dem Trainomat. Also es gibt sogar zwei Einträge, sehe ich hier. Doppelt. Okay. Und der Trainomat selber, der Pack selber, kann ich auch gerne nochmal weiter geben. Ja, gibt es sonst noch Fragen? Vielleicht, ich stelle eine Frage zwischendurch. Ach nee, hier gibt es noch eine Frage. Haben Sie auch einen Tipp für einen Workshop zum Thema einfache Sprache? Kann da jemand was zu sagen oder? Nee. Es gibt da bestimmte, also ich kenne eine Person, die das macht, aber das ist halt nun mal eine ganz andere, ganz anderer Aspekt von Barrierefreiheit. Wir im Projekt Shuffle haben uns vor allem diese technischen Herausforderungen vorgenommen zu lösen und die sprachlichen überlassen wir im Moment anderen. Aber es ist natürlich ein wichtiger Punkt, auch leichte Sprache. Wenn Sie mich anschreiben, kann ich gerne auch den persönlichen Kontakt weitergeben. Ich weiß, eine Person, die eben da auch fit ist und Webinare oder auch Workshops halten kann.
Nächste Frage. Wird in einem der folgenden Webinare auf die konkrete barrierefreie Gestaltung von PowerPoint-Folien eingegangen? Ich glaube nicht, aber ich kann Ihnen dazu eine Aufnahme empfehlen eines früheren Webinars genau zu dem Thema. Wenn Sie, ich gebe Ihnen mal den Link. Es gab auch von dem Shuffle-Projekt aus im Herbst eine Reihe barrierefreie Office-Dokumente. Was genau muss ich tun, um Dokumente in PowerPoint, Word, PowerPoint und Excel nach BitV 2.0 barrierefrei zu machen? Und der Link dazu werde ich jetzt posten. Und da können Sie eine Aufnahme dazu finden, sowohl für Word, PowerPoint und Excel. Ich erkläre das anhand dieser erweiterten Checklisten, die Judith vorher auch schon genannt hat. Und ich gebe da ein paar Beispiele, aber alles natürlich sehr kompakt in 45 Minuten. Jetzt erwarten Sie nicht, dass Sie dann danach alles schon können. Aber wenn Sie noch mehr Interesse haben, wir vom Kompetenzzentrum, wir bieten auch Mini-Workshops an oder auch Kursgrundlagen weitere. Und natürlich auch das, was Judith und Kim vorgestellt haben, das ist auf jeden Fall ein guter Einstieg, wie man PowerPoint barrierefrei macht. Ja, ich stelle mal noch mal eine Frage. Ich kann mir vorstellen, dass ziemlich viele Leute hier sind, die sagen, ja, ich würde ja gern was tun. Ich bin irgendwo in der Hochschule, aber ich bin allein auf welcher Flur. Und meine Hochschulleitung, die hat da nicht so eine hohe Priorität, was Barrierefreiheit angeht. Was würden Sie denen empfehlen? Was würdet ihr ihnen empfehlen? Kann man irgendwie schon mal im Kleinen anfangen? Kann man vielleicht auch versuchen, irgendwelche Gruppen zu bilden, die sich darum kümmern? Inwieweit können diese Lernräume, die wir da jetzt gehört haben, auch vorgestellt bekommen haben, nützlich sein? Ich würde vielleicht was dazu sagen, wenn ich darf. Ich denke, oder unsere Erfahrung in inzwischen bald 3 Jahren Projektarbeit zeigt, dass es natürlich sehr hilfreich ist, wenn man die Rückendeckung hat über eine hochschulweite Strategie. Gleichzeitig haben wir viele Ansatzpunkte gefunden, die auch erlauben, in Aktion zu treten, ohne dass diese Strategie existiert. Also gerade mit so etwas wie den Lernräumen, um diese zentral einzubinden bei Ihnen, brauchen Sie nicht unbedingt die Hochschulleitung hinter Ihnen. Es ist immer wichtig, zentrale AkteurInnen zum Beispiel identifizieren zu können, wie die Hochschuldidaktik die helfen kann. Eventuell haben Sie Gremien an der Hochschule, die Sie unterstützen. Es gibt meist noch viele andere Leute, denen das Thema auch ein Anliegen ist. Wir entwickeln in Shuffle tatsächlich gerade ein weiteres Tool, das sogenannte Reifegradmodell. Das ist derzeit in der ersten Testphase. Also ist eigentlich zumindest vorläufig schon mal fertig entwickelt. Und das soll Sie genau dabei unterstützen, herauszufinden, welche AkteurInnen es auch gibt, welche Möglichkeiten es gibt, auch niedrigschwellig Sachen an der Hochschule umzusetzen. Natürlich innerhalb dessen, was Ihnen der zeitliche Rahmen erlaubt. Das wären so ein paar Sachen. Natürlich auch innerhalb der IT gibt es viele Möglichkeiten, ich sag mal, Allianzen zu bilden, Menschen zu finden, die sie unterstützen können. Wichtig ist, glaube ich, genau diese anderen AkteurInnen auch zu identifizieren. Ja, du hast was angesprochen, das hat bei mir resoniert, nämlich andere zu suchen. Ich selber habe gute Erfahrungen gemacht, dass man einfach schaut, wo gibt es denn schon Gleichstellungsbeauftragte oder ein Komitee dafür und sich dort vorzustellen und darauf hinweisen, dass Gleichstellung viele Dimensionen hat, unter anderem eben auch die Gleichstellung von Studierenden oder auch Mitarbeitenden mit Einschränkungen und sich da anbieten, mitzumachen. Und dafür gibt es in der Regel schon Strukturen für die Gleichstellung und da gibt es auch die gesetzlichen Grundlagen. Danke, ja, für den Hinweis. Jetzt gibt es da noch einen Hinweis mit kostenpflichtige Kurse zur einfachen Sprache. Ja. Einfach nur, um das zu klären, gesetzlich vorgeschrieben ist nicht, dass man eine Webseite oder Dokumente in der Hochschule in einfacher oder leichter Sprache zur Verfügung stellt. Aber es ist natürlich
gegebenenfalls sinnvoll, das zu machen. Man muss sich aber immer überlegen, was ist die Zielgruppe. Und dann muss man auch unterscheiden zwischen einfacher Sprache. Das ist einfach, ja, die ist nicht normiert, die bemüht sich, einfache Sätze zu bilden, möglichst Fremdwörter zu erklären, wenn man sie benutzt und so weiter. Und die leichte Sprache, die hat ganz strenge Regeln, darf kein Passiv verwendet werden, und immer nur kurze Sätze, keine Nebensätze und so weiter. Ja, ich sage gleich noch was zur Aufnahme, die Sie dann auch wahrscheinlich ab morgen sich anschauen können. Gibt es sonst noch Fragen? Oder habe ich noch was übersehen? Dann melden Sie sich bitte nochmal. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank euch, dass ihr unser Ergebnis langer Arbeit vorgestellt habt. Das Projekt läuft ja noch jetzt gut 1,5 Jahre. Und wir werden sicher uns auch noch mal melden. Wenn Sie, liebe Zuschauenden, hier auf dem Laufenden bleiben wollen, dann würde ich Ihnen empfehlen, dass Sie unseren Newsletter abonnieren. Da werden wir auch immer wieder über Ergebnisse aus Shuffle berichten. Da werden wir auch Ihnen den Link noch mal oder sagen, wenn die Aufnahmen zur Verfügung stehen. Kann aber auch einen direkten Link für die Aufnahmen hier geben. Also wenn Sie ab morgen Nachmittag, schätze ich mal, auf diese Seite gehen, die ich Ihnen jetzt gerade hier gepostet habe, dann werden Sie da einen Link finden zu den Aufnahmen. Wir werden allerdings nur eine automatische Untertitelung anbieten können, aus Kostengründen, aber das wird ja auch immer besser mit der Zeit. Ansonsten noch der Hinweis auf das nächste Webinar. Das Datum ist der 29.05. Und das Thema ist ein Blind Date mit virtuellen Studierenden, Sensibilisierung durch Perspektivwechsel. Und die Informationen dazu finden Sie eben auch auf dieser Webseite zu den Webinaren. Kann Ihnen versprechen, es wird spannend. Wir werden auch eine Live-Demo sehen, einer Persona-Plattform, einer interaktiven Plattform, wo man eben mit virtuellen, also Personas interagieren kann, die für Studierende mit Beeinträchtigungen stehen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Danke euch, Judith, Kim und Hakan, fürs Mitmachen und wünsche allen noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.